Hey Leute, herzlich willkommen hier bei mir in der Werkstatt. Ja, was machen wir heute? Es geht um die MS-180 von der Bartfarm. Viel Spaß mit dem Video. So, hier drückte schon das Öl raus, was ich für die Montage reingelegt hatte, reingeschmiert hatte. Das ist auch gut. Wenn ich die gleich starte, dann sieht man anfangs immer, dass die unheimlich qualmen. Das liegt einfach daran, dass der ganze Rotz, der jetzt drin ist, erstmal rausbrennen muss. Und dann qualmt es halt. So, wir wollen die Zündung einstellen. Dazu nehme ich eine Visitenkarte, die hat eine Stärke von 0,3 mm. Lege die zwischen Polrad und Zündmodul. Drehe mir jetzt den Magnet vom Polrad, Nord- und Südpol. Drehe ich mir zur Zündspule. Dann löse ich meine Schrauben am Zündmodul. Sieht man auch, wenn ich am Polrad wackel, dann wackelt auch die Zündspule mit. Gutes Zeichen, denn das heißt, die Zündspule wird vom Polrad angezogen. Jetzt kann ich sie festdrehen, festziehen. Zack, fertig. Visitenkarte raus. Und schon habe ich einen gleichmäßigen Luftspalt zwischen Zündspule und Polrad von 0,3 mm. So, hätten wir auch das. Was wäre eine Säge ohne Auspuff? Hier verbaue ich übrigens neue M5er Muttern. So. Da werden einfach hier die Schrauben eingehakt, hier hinter die Laschen vom Auslasskanal. Dann fehlte ja die Auspuffdichtung. Gibt es einmal neu. Könnt ihr was sehen? Ich frage immer, könnt ihr was sehen? Und ihr könnt gar nicht antworten. Naja, so ist das halt. So, das Ganze sitzt gut eng hier auf den Schrauben drauf. Damit ich das nicht kaputt mache, nehme ich direkt den Schalldämpfer, den Auspuff. Dann kann ich die Dichtung nämlich flächig runterdrücken. Zack, war das drin. Muttern drauf, das Ganze noch einmal anziehen. Und damit hätten wir auch das schön. Ich schraube schon mal eben die Zündkerze rein, damit mir hier kein Dreck reinfällt. Ich glaube, die brauchen wir auch, da müssen wir nicht mehr dran. So, kommen wir zum Vergaser. Ne? Der Teilehaufen wird kleiner. Vergaser rein. Und jetzt haben wir hier, zeige ich euch einmal, ungefähr aus der Perspektive müsst ihr das sehen. Ihr seht hier die L- und die H-Schraube. Die sind hier komplett verdeckt. Das heißt, ich könnte die Säge von außen gar nicht einstellen. Das ist aber nicht so im Sinne des Erfinders. Deswegen müssen wir eine kleine Modifikation vornehmen. Und zwar müssen wir zwei Löcher bohren.
Jetzt fluchte ich einfach, wo die Verlängerung der L- und der H-Schraube wäre. Ungefähr hier vorne kommt die L-Schraube an. Und die H-Schraube ist hier so halb. Hier ungefähr. Tja, das heißt Löchschen bohren. So, einmal testen. Schraubendreher durch und ich sitze genau auf der L-Schraube. So, für die H-Schraube brauche ich jetzt hier so eine kleine, ja, so eine Halbschale. Ich schaue auch gleich einmal, wenn die Haube montiert ist. Dann sitzt die so ungefähr. Jetzt sehen wir hier, L kommen wir dran, H kommen wir natürlich nicht dran. Ist das? Das bohre ich jetzt zusammen. Also ein bisschen schräg machen. Das mache ich anders. Das bohre ich nämlich gleich komplett durch die Haube durch und dann komme ich hier vorne so halb durch. Das ist gut. Also bauen wir hier erstmal weiter zusammen. Kraftstoffschlauch kommt auf den Vergaser drauf. So, wäre der da drauf. Gasgestänge hängen wir später ein. Machen wir jetzt den Griff. Ich überlege gerade, ob ich jetzt den Griff anbaue. Hier war noch dieses schöne Teilchen zwischen. So. Muss ich da noch dran? Es geht gerade um die Schaltwelle. Ne, wisst ihr was? Ich schraube das mal eben dran, dann kann ich nämlich die und den Starterdeckel mache ich drauf. Dann kann ich nämlich die Haube richtig draufsetzen und kann dann eben das Loch bohren. Denn hier hinten ist so ein kleiner Nöppel dran und dieser Nöppel, da greift hier die Verriegelung rein. Von der Haube. So, dann haben wir nämlich hier vorne auch die zweite Führung von der Haube. Das sind so Fanghaken. Dann kann ich die Haube einmal richtig draufsetzen, kann eben diese Modifikation vornehmen, dass ich auch den Vergaser von außen einstellen kann. Und dann können wir schon den Griff drauf machen. Da muss ich einmal noch den Luftfilterkasten wegnehmen, dass ich die, also dann nehme ich erst den Griff dran, dann die Schaltwelle rein, das Gasgestänge und alles dazu. Wie gesagt, kommt der Luftfilterkasten noch mal ab. Aber auch das werden wir jetzt sehen. Und wenn sie dann komplett ist, dann mache ich Feierabend. Für euch wird es danach weitergehen, denn wir haben Freitagabend kurz vor 8. Es ist dunkel draußen.
Das heißt, wir können keine Außenaufnahmen mehr machen. Aber das machen wir morgen. So. Probe rein. Jetzt kann ich die hier verriegeln. Und dann muss ich vermutlich genau hier vorne, so da, da muss ich rein. Perfekt, da haben wir eine Schraube drunter. Da haben wir eine drunter und schon können wir die Säge auch von außen einstellen. So, Luftfilterkasten ist wieder runter. Mir fehlt noch eine Bohrung für die Leerlaufanschlagschraube, um die einstellen zu können. Dafür muss ich aber auch hier durch den Griff durchbohren. Deswegen setze ich erstmal den Griff komplett wieder drauf. Dass wir das alles hier eingefädelt bekommen. Hier vorne ist das immer so ein bisschen eng mit dem Gummi. So. Drin. Ja, die fummel ich jetzt hier rein und dann haben wir das auch. Hier vorne zieht er sich. So, dann können auch hier die Kappen direkt rein, damit die Gummis nicht abhauen können. Wir schauen, die haben alle die gleiche Größe. Hier vorne ist einer so ein bisschen verranzt. Den setzen wir mal nach hier vorne. Und im Sichtbereich nehmen wir die, die etwas schöner aussehen. So. Griff dran und das ganze Teil sieht wieder aus wie eine Säge. Schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie eine Bohrung durchkriegen, dass man das Standgas noch einstellen kann. So, einfach mal ein bisschen fluchten, so ungefähr. Würde ich mal sagen, so müsste das passen. Ja, sehr gut. Jetzt nehme ich hier mal so einen Rundentgrater. Zack. Und schon ist es schön. Und den Grat wegschneiden. Ein Grat, der nicht mehr da ist, der kann uns auch nicht mehr wehtun. Gut. Ja, dann können wir auch schon die Schaltwelle einbauen. Die wird einfach hier rechts eingesteckt. Müsst ihr hier schauen, dass diese
Feder nach oben zeigt, dann da einfach mit der Welle drunter gehen, einklicken. Jetzt ist das hier so ein bisschen verbogen. So. Da passt das. Dann wird das von außen hier reingezogen, hier vorne das Kabel drüber gelegt. Den können wir noch ein bisschen weiter reinschieben. So sollte das gehen. Gasgestänge. Ganz einfach. Da ist hier hinten diese Lasche drin oder der. Ist so gebogen, das heißt, man gibt Gas, dann kann man das hier oben seitlich reindrehen. Dann führt man das außen dran vorbei und jetzt kann ich euch das, glaube ich, ganz schlecht zeigen. Jetzt gebe ich hier manuell Gas, das heißt, ich drücke die Drosselklappe auf. Ja, mit dem Schraubendreher geht das schlecht. Es geht besser mit dem Finger, aber dann könnt ihr gar nichts sehen. Naja, dann ist das so. Also ich drücke das auf und dann kann ich das seitlich hier einführen. Ich hatte ja auch den Vergaser modifiziert. Aber das muss ich hier drunter her, glaube ich. So, genau. Genau. So ist richtig. Also, funktioniert alles. Haben wir das. Schok ist auch ganz einfach. Dieses Teil einfach. Es wird hier unten in der Welle geführt und jetzt schließe ich von Hand die Schokklappe und dann kann ich das hier einfach von der Seite auch einführen, Schokklappe loslassen. Und wenn ich den jetzt nach unten mache, ist die Schokklappe geschlossen. So ist entsprechend auf. Haben wir auch das? Mein Teilehaufen wird kleiner. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Filterkasten. Der wird einfach mit zwei Muttern festgeschraubt. Hier kommt man natürlich mit einer Langnuss ganz doof dran. Deswegen machen wir mal einen Werkzeugwechsel. Das könnte nämlich besser gehen. Es geht um Längenmesser. So, fest. Und jetzt gibt es noch einen neuen Luftfiltereinsatz. Na, was meint ihr? Ist sie nicht schick? So. Häubchen drauf. Das hört sich gut an. So wie es sein soll. Ich habe gerade gehört, ihr habt dieses Pfeifen gehört. Ich habe das Dekompressionsventil gedrückt gerade. Eine Schneidgarnitur wäre nicht schlecht. Auch da habe ich was Schönes. So, gucken, wo steht der Kettenspanner. So. Sieht
gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Kettenrad, Deckel. Schick. Schaut sie euch an. So, ich habe gerade ein bisschen Sprit drauf getan. Draußen ist es stockdunkel, deswegen können wir keine Außenaufnahmen machen. Ich bin aber total neugierig, ob die Säge läuft. Also, Schok rein. Vergaser, es war alles leer. Sie läuft. Ha. Ja, Vergaser. Ich weiß die Grundeinstellung nicht. Da muss ich mich jetzt rantasten. Im Schok springt sie an. Nehme ich den Schok raus. Geht sie aus. Und zwar sofort. Also gebe ich ihr auf L mal einen Tacken mehr. Schok. Immer noch. Noch ein bisschen was. It is the next day, wie der Franzose sagt. Und eigentlich wollte ich jetzt eine kurze Schlussszene drehen. Mal eben zeigen, wie toll die Säge doch nach der Überarbeitung und Instandsetzung läuft. Und naja, Pustekuchen macht sie nämlich nicht. Ich habe mir einen Wolf gedreht an den Schrauben des Vergasers. Die Säge macht nämlich Sägen. Und zwar nicht die Kette vorne, sondern der Motor. Zyklisch. Ich kann stellen, was ich will. Mal ist alles mit Kraftstoff geflutet, mal scheinbar nicht. Es ist zum Haare raufen. So, dann habe ich gedacht, weißt du was, du hast noch eine alte Zündspule hier von einer anderen, eine Nachbarspule von der 017. Häng die mal da rein, guck mal, ob das funktioniert. Ich baue die da rein. Auf einmal ist wieder alles im Raum vom Vergaser da mit Kraftstoff geflutet. Und dann habe ich durch Zufall was entdeckt. Das zeige ich euch mal eben. Wartet mal ab. Ganz interessant. Also wenn sich ein Motor, eine Säge oder was auch immer für einen Zweitakter nicht regeln lässt am Vergaser, dann spricht das im Regelfall dafür, dass Falschluft im Spiel ist. Irgendwo wird Luft angesaugt, die eigentlich nicht angesaugt werden soll. Ich habe bei der Montage, ich habe mir Mühe gegeben, das alles ordentlich zu machen. Die Wellendichtringe sind neu, die sind richtig eingebaut. Da erwarte ich eigentlich, dass da auch alles in Ordnung ist. Die Schale ist richtig draufgeklebt. Das ist, sage ich erstmal, alles mit Bedacht gemacht und das sollte gut sein. Es kann aber auch sein, dass wir Probleme in der Kraftstoffversorgung haben. Jetzt seht ihr hier schon auf der Werkbank diese Pfütze hier. Ne? Ich hatte die Säge eben laufen. Wie gesagt, die war so am Sägen, am Schwanken in der Drehzahl. Und ich kriegte sie nicht eingestellt. Dann habe ich, passt mal auf das... Ich muss jetzt mal schauen, wie ich euch das zeigen kann. So, passt mal auf. Wo müssen wir hin? Und zwar so. Hier vorne ist der Kraftstoffschlauch. Kommt hier unten, kommt da aus dem Tank und geht dann hier vorne auf den Vergaser drauf. Jetzt nehme ich mal Druckluft und ich hoffe, dass der Unterdruck vom Vergaser noch groß genug ist.
Schade. Der Unterdruck ist nicht mehr groß genug. Ja, was habe ich eben gesehen? Und zwar hier vorne am Rand von dem Kraftstoffschlauch. Da kam es aus dem Schlauch raus wie aus dem Springbrunnen. Da ist ein Loch in dem Schlauch drin. So, was passiert jetzt beim Starten? Der Vergaser pumpt und zieht Kraftstoff aus dem Tank und immer wieder kommt ein Schluck Luft hier vorne mit in den Kraftstoffstrom rein. Das heißt, mal habe ich Kraftstoff so anliegen, dass ich den Vergaser einstellen kann. Auf einmal kommt wieder Luft dazwischen. Meine Kraftstoffmenge fällt ab. Ihr könnt das vielleicht sehen jetzt, wie das wieder feucht wird, ne? So ganz eben. Die Kraftstoffmenge fällt ab, Drehzahl geht hoch, auf einmal geht sie wieder runter, weil dann wieder das Gemisch oder weniger Luft drin ist und das Ganze wirklich zyklisch hin und her und hin und her. Ja, jetzt seht ihr, wie sich hier alles wieder mit Kraftstoff benetzt, ne? Also hier ist jetzt, ich habe nicht geschnitten, gar nichts. Jetzt seht ihr, wie nass das hier vorne ist, der Schlauch. Wir haben ja in der Pumpenseite vom Vergaser haben wir einen Unterdruck. Das heißt, beziehungsweise jetzt zieht er nicht mehr, aber in dem Schlauch ist ein Unterdruck. Ja. Und da zieht er jetzt gerade ein bisschen Kraftstoff aus dem Tank und ihr seht, wie nass das wird. Also der Schlauch ist undicht. Ja, dann kann das auch alles nicht funktionieren. So, jetzt haben wir aber Samstagnachmittag und ich bekomme heute natürlich keine Ersatzteile mehr ran, möchte die Säge aber von der Werkbank bekommen. Ja, wie es der Umstand glücklicherweise will, habe ich eine defekte, ungeprüfte 018 hier rumliegen. Das ist ein Projekt für später, aber da habe ich mal eben den Tank rausgebaut, bevor ich jetzt hier anfange, den Spritschlauch da raus zu ziselieren und dann hier raus und das Ganze hin und her, tausche ich einfach den Tank. Der sollte nämlich kompatibel sein. Das heißt, der wird jetzt direkt getankt. Kommt der da rein? Ich reinige mal eben. Dann verpflanzen wir den da rein. So, das ist jetzt einmal ein bisschen gereinigt. Optische Kontrolle hier am Kraftstoffschlauch. Der ist schön flexibel, das sieht wirklich gut aus. Der passt natürlich hier rein. Oben einmal den Schlauch durchfriemeln. Zack, auf den Vergaser drauf. So, dann kann ich das alles wieder hier zusammenbauen. Und dann hoffe ich mal, dass das Bild dann doch ein anderes ist. Also das Laufverhalten des Motors. Klar, da muss ich mir wieder irgendeine Grundeinstellung suchen, in der der Motor irgendwie läuft. Ich bin jetzt keine Ahnung wo. 2,5 Umdrehungen pro Schraube raus. Das kann alles hiermit zusammenhängen. Vielleicht ist die Grundeinstellung auch eine und also für L und H jeweils eine Umdrehung raus bei diesem Nachbauvergaser. Ich weiß es nicht. Aber jetzt im Moment bin ich irgendwo jenseits von Gut und Böse, um annähernd nur die Säge am Laufen zu halten. Gut, ich teste das. Aber so kann es manchmal sein, ne? So ein kleines Löchchen. Wir können uns das gleich mal anschauen. Vielleicht kann ich es euch zeigen. Das war minimal. Ich hatte da mit Druckluft einmal drüber gepustet, weil da alles voll Benzin war. Ich denke, wo kommt das denn her? Und dann spritzt das richtig aus dem Schlauch raus. Tja, vielleicht war es das. Würde zur Geschichte der Säge passen, denn hier haben wir gesehen, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Also, die ganz kleine Schraube zerstört den ganzen Motor, macht einen Totalschaden aus der Säge. Jetzt ein ganz kleines Löchchen sorgt dafür, dass wieder was nicht funktioniert. Mal gespannt, was uns noch alles erwartet. Wir werden es sehen.
So, ich habe hier einmal den Tank, der drin war. Und ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Da. Ich reiße es mal ein bisschen weiter auf. Also, da hat er richtig rausgespuckt. Das kann natürlich nicht funktionieren. So. Der Vergaser ist in irgendeiner Grundeinstellung. Ich habe 1 und 1 genommen für L und H. Schauen wir mal. Schok. Hundertprozentig. Badfarm die erste, MS-180. Sie tut es wieder. Ja, ich hatte mich innerlich schon auf einen kleinen Krimi eingestellt, weil ich habe da dran rumgedreht. Ich denke, du musst ja irgendeine Grundeinstellung für diesen ollen Nachbauvergaser finden. Und das Ding in der Drehzahl, es ging immer hoch und runter. Also ich könnte mich jetzt ärgern, dass ich es nicht auf Video festgehalten habe. Weil sowas hatte ich auch noch nie. Und dann beim Sauberpusten, da sehe ich da, wie das Benzin da rausschießt. Ja gut, dann kann das auch nicht funktionieren. War letzten Endes dann nur noch eine Kleinigkeit. Gott sei Dank habe ich noch Teileträger hier, wo ich das mal eben mopsen konnte. Ich habe den Schlauch auch direkt abgezwickt, nicht, dass ich da irgendwann mal auf das schmale Brett komme, das nochmal einsetzen zu können. Nachbauvergaser, einen anderen Zylinder, eine neue Schale drunter, neuer Kolben, neue Kolbenringe und schon schnurrt das Ding wieder. Cool. Der Vergaser muss noch eingestellt werden. Ja, ich habe jetzt ich habe den einfach auf 1,1 gedreht und dann habt ihr das draußen gesehen, was sie gemacht hat. Das ist natürlich noch nicht eingestellt, wenn gleich sie auch schön am Gas hängt, schön hochdreht, aber wie gesagt, das kontrolliere ich nochmal. Mache ich abseits der Kamera, aber ich bin happy, das Ding ist schon mal fertig. Ja, das war die Säge Nummer 1 von 4 von der Badfarm. Wenn ihr die Jungs von der Badfarm nicht kennt, den Kanal verlinke ich euch einmal hier unten in der Ecke. Wenn es um Motorsägenreparatur im Allgemeinen geht, könnt ihr mal in die Playlist reinschauen. Wenn es um Gartengeräte geht, Laubbläser, Freischneider und, die verlinke ich euch hier unten. Mein Kanal hier oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, da und da. Wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche. Macht es gut. Ciao.